wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Ja Leute, mal weiter an der Stelle. Man sieht schon, glaube ich, auf den ersten Blick gleich, irgendwas hat sich verändert. Ich habe mir nämlich jetzt überlegt, nachdem wir diesen Intelligenz-Bobblehead gefunden haben und jetzt auch so eine, doch eine Spur, was unseren Sohn angeht, dass sie sich jetzt doch ein bisschen mehr fokussiert drauf, erstmal sich besser auszurüsten und so, dass sie ihren Sohn wiederfinden kann. Ich denke, dass das ein bisschen mehr Sinn macht. Sie ist immer noch bekloppt, sie ist immer noch wahnsinnig geworden durch diese Welt hier und wird auch immer wahnsinniger und bösartiger oder whatever. Aber ich denke, das kriegt man auch unter einen Hut damit, dass wir sie jetzt mal ordentlich ausrüsten. Ne? Ich kann euch mal eben nochmal zeigen, was ich jetzt genau anhabe. Ich bin extra nochmal in die Stadt und habe mir diese Kampfrüstung hier geholt. Die können wir dann gleich noch upgraden. Ne? Muss mal gucken, ob wir noch Taschen ranhauen können oder so. Dann habe ich hier Metallrüstung, was wir auch schon davor hatten. Genauso wie das hier mit dem Boni, ne? Was legendär ist. Und die Kapitänsmütze habe ich noch auf, die uns 2 Ausdauer bringt. Finde ich irgendwie auch passend so, ne? Wir sind ja so der Oberchef und so von allem. Da ist die Kapitänsmütze eigentlich ganz geil. Und 2 Ausdauer ist auch nicht schlecht. Gibt mal ein bisschen mehr Trefferpunkte. Und wir brauchen, glaube ich, weniger Aktionspunkte auch beim Rennen. Also es nützt uns auch ein bisschen was. Kann ich das mal ganz kurz zeigen? Stats. Wahrnehmung haben wir jetzt auf 10, Charisma auf 2. Ich habe aber auch mein Kleid und alles dabei. Also wenn wir in die Stadt machen, kann ich Charisma durch Items, glaube ich, auf 5 oder 6 hochbringen. Intelligenz 7, Beweglichkeit 9 und Glück 8. Ne? Sieht das mal ganz geil aus. So gut, was ich jetzt als erstes machen wollte, bevor ich es wieder vergesse, weil ich ständig sage und auch ständig in den Kommentaren lese, ich will jetzt endlich mal in dieses Kinderzimmer reinschauen. Weil da soll ja noch irgendwo, soll da ja noch was sein. Deswegen, ich glaube, das Kinderzimmer, das Haus hier ist das, glaube ich, gewesen. Jo, aber es ist schon deutlich besser als zu Anfang. Jo, Mann, wir sind richtig stark. So, hier gehen wir durch. Das Kinderzimmer war hier rechts hinten gewesen. So, und unter der Kommode wurde geschrieben, soll ich schauen. Also Leute, wenn ich wo vorbeirenne und so, ist es auch in Ordnung, wenn ihr das dann schreibt, Beam, da war was gewesen, da war was gewesen. Und wenn es geil ist, dann hebe ich es auch auf. Ne? Also hol mir das dann noch. So. Ach jo, ja, das Special-Ding. Okay, was ich auch schon in der ersten Folge gesehen hatte. Aber da war es halt nicht unter der Kommode. Na gut. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Danke, Leute, Alter. Danke, Leute, 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 das ist richtig nice. Das ist richtig cool. Das ist ja ein OP-Bobblehead sozusagen, wo man jetzt hier die Auswahl hat. Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Also, theoretisch würde es eigentlich Sinn machen, den Punkt in Stärke zu investieren, weil wir brauchen 3 Stärke, um Rüstung zu craften zu können und so weiter, dass wir das weiter skillen können sozusagen. Und das würde ich schon gerne machen, weil es gibt nämlich auch dann so Modifizierungen, dass wir besser schleichen können und so ein Zeug für Rüstung, ne, dass wir dann das weitermachen können. Das heißt, wir machen jetzt Stärke, dann müssen wir noch den Bobblehead dafür finden, dann haben wir 3 Stärke. Und dann können wir, ich kann auch nochmal nachgucken, ich glaube, das war auf Stufe 3 gewesen. Stufe 3, Rüstmeister, genau, das können wir dann skillen und da würde ich gerne hinkommen. Das wäre nett auf jeden Fall. Cool, Leute, also vielen, vielen Dank. Das ist richtig nett, muss ich sagen, freue ich mich drüber. So, gut, und dann würde ich jetzt gerne als nächste Mission das mit dem Paladin Danze machen. Habe ich irgendwie Bock drauf, gerade nach diesen ganzen... Huch, das ist falsche Richtung. Nach diesen ganzen Hubschraubern und so, was ich da gesehen habe, ich glaube, dass das Sinn macht, da mitzumachen, weil die einfach geile Ausrüstung haben. So, halt, hier komme ich nicht durch. Das ist mein Lager, ich muss wieder in das Haus rein und dann hier links. Ne, also machen wir jetzt erstmal zum Paladin Danze. Beziehungsweise, ich werde mal noch ganz schnell meine Sachen verbessern und modifizieren. Hundi, komm mal durch hier bitte. Erstmal machen wir aber erstmal wieder zu hier. Bam. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass die eine Baufolge, wo wir diesen Wall hier gebaut haben, dass er so gut angekommen ist bei euch. Freue ich mich sehr drüber. Also das werden wir öfters jetzt machen, so Baufolgen und so weiter. Aber erstmal brauche ich wieder Ressourcen. Ach ja, und das hat auch jemand geschrieben, ich kann auch die Leiche wegbringen. Bloß ich kann das Zeug hier einlagern. Das mache ich auch gleich mal. Damit das hier ein bisschen ordentlicher aussieht. So. 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 Und hier auch noch. Schön. Sieht schon deutlich besser aus jetzt auf jeden Fall. Das können wir eigentlich auch mit den Fernsehern machen. So, und dich muss ich jetzt... Ich habe Kreis gedrückt halten, habt ihr geschrieben. Nee. Irgendwas gedrückt halten. Okay, X muss ich gedrückt halten. So, dann bringen wir dich jetzt mal hier raus. Das ist ja wirklich ein Schandfleck. Das sieht ja echt ein bisschen komisch aus, wenn da so eine Leiche rumliegt. Vor allem nur in Unterwäsche und so. Das ist ein bisschen strange irgendwie. Ich muss jetzt allein sein. Nee, das ist ja so ein Jammerlappen. Das ist unglaublich. So, Moment. Nehmen. So, jetzt bringen wir das hier raus. Ich bring die einfach nur vor die Haustür. So.
Oh, das ist schon übel, das ist schon übel. Aber sie wollte es ja nicht anders. Sie wollte es ja nicht anders. So. Okay, gut, ganz schnell noch Rüstung modifizieren und so. Also wie gesagt, Leute, wir sind immer noch wahnsinnig und werden immer bekloppter und so. Aber ich denke doch, gerade jetzt später werden wir auch immer coolere Rüstung finden. Vielleicht finden wir ja auch noch was, das ein bisschen krasser dann aussieht und wieder ein bisschen mehr auch dann passt. Aber ich finde das jetzt auch erstmal so besser jetzt. Waffenwerkbank. Genau, hier wollte ich ganz schnell ein was machen. Und zwar wollte ich das Kampfgewehr, wollte ich noch ein Visier dranhauen. Und zwar kein zum Ranzoomen. Erstmal, wir werden das später vielleicht auch als Sniper benutzen, aber eher jetzt erstmal so zu Normalballern, weil wir da viele Muni haben. Also gerade für geschlossene Räume und so ist es noch besser, wenn da kein Zielfernrohr dran ist. Deswegen mache ich einen Reflexvisier einfach nur dran. Das halte ich für die bessere Idee. Auch immer das hier. Erhöht ja trotzdem ein bisschen die Präzision dann im VATS, deswegen finde ich das so besser. Ansonsten können wir leider noch nichts machen, dann müssen wir das Waffenfreak auf die nächste Stufe bringen. Ne? Weil das an sich schon ein ziemlich hohes Basismodell ist. Habe ich so einfach das Gefühl. Ne, Schaden 58 ist schon ziemlich ordentlich. Das war es dann hier erstmal gewesen. Wie gesagt, für die Laserdinger brauchen wir erstens Wissenschaft 2 und auch noch viel mehr Rohstoffe. So, und was haben wir jetzt? Jetzt wollte ich Rüstung noch schnell machen. Herstellen, Kampfrüstung linkes Bein. Ja, machen wir einfach verstärkt. Wir sind auch bald das nächste Level dann. Ey, ich überlege sogar, Leute, Leichtbau bringt vielleicht mir sogar ein bisschen mehr, weil es reduziert das Gewicht. Und das AP steht doch bestimmt für Actionpunkte, oder? Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. Action Points und dass wir da noch mehr AP haben im VATS, das finde ich gar nicht so schlecht. Dann mache ich mal lieber das als Taschen. Ein bisschen was bringt das ja auch, was das Gewicht angeht. So, das machen wir jetzt auch mit allen. Hier genauso. So, Leichtbau. Ja, hier ist schon Leichtbau. Traub habe ich mir, wie gesagt, in Diamond City bei dem einen Händler, bei dem Waffenhändler habe ich mir das geholt. So, würde ich auch gerne verstärken. Leichtbau ist hier schon. So, dann hier noch. Lackiert ist schon. Moment. Steif. Mache ich auch Leichtbau draus. Wobei ich gucke erstmal, was das ist hier. Reduziert beim Blocken zusätzlichen Nahkampfschaden. Ja, das bringt uns nichts. Aber sieht schon, das ist trotzdem gut hier, dass wir auch Wissenschaft geskillt haben, weil wir brauchen das auch dann für die Rüstung, nicht nur für den Anzug dann. So, auch Leichtbau bitte. Und das ist schon ordentlich. So, jetzt gucke ich noch bei dem letzten. Das war auch schon richtig eingestellt, glaube ich. Hier müssen wir noch machen. Lackiert. Und Leichtbau. So gut, jetzt sind wir fertig, denke ich. Schön. Dann würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt zur Polizeistation und zum Paladin Danse. Und schauen mal, ob er überhaupt noch da ist. Weil mittlerweile sind ja irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Wochen vergangen oder so. Mal sehen, ob sie extra auf uns gewartet haben, die Kollegen hier. So, ab geht's. Ey, die Fernseher, die können wir dann später einlagern. Das können wir dann später machen, das geht schon. Aber ist cool, ey, da kriegen wir dann, Rüstmeister können wir dann skillen, ohne dass wir einen Punkt in Stärke investieren. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich bin nur noch überlegen, ob ich dann Charisma über die Zeit noch ein bisschen höher bringen möchte, weil es da gerade für das Lager coole Sachen gibt. Also zum Beispiel kann man so Karawanen dann erstellen. Ich glaube, das kriegt man über den Perk Anführer oder so, dass man dann auch Waren zwischen den Siedlungen hin und her bringen kann und muss es aber nicht selber machen, sondern das läuft dann automatisch irgendwie ab. Müssen wir mal schauen, aber das ist eher was für später dann. Ich werde jetzt natürlich erstmal die Punkte so investieren, dass ich vor allem im Kampf besser bin. Gerade jetzt, wo wir auf schwierig spielen oder auf schwer. Und ich werde das übrigens weiter anpassen. Also wenn ich merke, okay, es könnte ruhig noch ein bisschen schwerer sein, dann findet man noch mehr cooles Loot, dann würde ich das auch noch weiter erhöhen. Beziehungsweise, ich würde es auch wieder reduzieren, dynamisch halt, wie es gerade passt. Aber ich werde niemals unter normal gehen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. So, ne? Also normal ist das Minimum, was wir zocken werden. Aber das können wir ja ein bisschen anpassen, so erhöhen wir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen coolen Scheiß finden und die Kämpfe werden noch ein bisschen tougher und so, das finde ich gar nicht so verkehrt. So, speichern wir eben nochmal. Junge, ist auf jeden Fall noch da, der Kollege. Dann kann ich ihn auch rausrauben. Entdeckt, versteckt. Ja, okay, so eine Rüstung, da kommt man nicht so leicht an die Hosentasche, ich merke schon. So, gut. Paladin Dance. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Jo. Oh yeah. Eigentlich hätten wir auch unseren Anzug anziehen sollen, einfach aus Prinzip. Ja, der Anzug von dem sieht aber auch stylisch aus, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall was. So. Okay, also ich werde das mal wirklich viel jetzt mit dem Kampfgewehr machen, gerade weil wir so viel Muni haben. Die Schrodi habe ich erstmal eingesteckt in den Schrank, weil da haben wir sowieso nur noch 30 Schuss dafür. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen sammeln. Ansonsten habe ich noch, diese eine Laserwaffe dabei, die wir gefunden haben, bevor wir Keller gekillt hatten. Und dann halt noch meine Sniper.
Also die richtige Sniper. Aber ich denke, später werde ich die hier ummodifizieren. Ich hoffe immer noch, dass wir mal eine legendäre Sniper finden. Das wäre geil. Wir nehmen diese Gasse. Wir nach. Alles klar. Bin ich ja mal gespannt. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Da ist eine Mine. Warte mal eben. Bei Luden können wir trotzdem erstmal nicht, dass die Leichen, dass ich die ja nicht mehr wiederfinde. Schnupp, Schnupp, Süßkuchen. Lecker, lecker, lecker. Müssen ein bisschen aufpassen hier. So, so. Stachelrüstung. Gelber Regenhut, ey, die haben total lustige Sachen dabei. So, ist hier noch irgendwo einer? Da vorne, ich weiß nicht, explodiert die da jetzt gleich? Sturmfeuerzeug nehmen wir auch noch mit. Ja, die wurden von den Ghoulen hier überfallen. Forschungsreagenzglas, nice. So, die Mine würde ich aber trotzdem aus Spaß einfach mal zum Explodieren bringen. So. Was denn, hast du noch was gefunden oder was? Impro-Revolver-Pistole, ja, nee. Hundi. Müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Ich muss jetzt echt noch mal ein bisschen aufs Gewicht auch achten. Weil wir können jetzt ja ein bisschen mehr tragen. Wir haben jetzt ja den Punkt in Stärke. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also echt nochmal vielen Dank. Weil ich hätte das bestimmt ansonsten verpeilt. Das ist definitiv verpeilt. Ich hatte es ja sogar schon zugebaut, alles. Ja, den Bus nochmal reinschauen. Ja, ich scheine nichts zu sein. Okay, dann weiter. Wollen den Danzer nicht alleine lassen hier. Welche? Ja, es könnte jetzt ein bisschen nervig werden, dass wir immer dann auf den. Hier kann ich nochmal schießen. Okay. Es geht aber gut mit der Waffe, muss ich sagen. Hier, gefällt mir. Bin erstmal froh, dass ich kein Fernrohr angemacht habe. So, ich glaube, das waren alle gewesen, ne? So, das könnte alles behalten. Okay. Ja, das ehrt sich auf jeden Fall. Ob der das schon mitbekommen hat, dass hier seine Kollegen, das sind ja seine Kollegen, glaube ich, schon unterwegs sind hier. Schmortopf. Okay. Also die haben ein ganz schön großes Aufgebot hier, seine Bruderschaft. Ne, das war doch mit seinen Leuten, dachte ich, oder? Also falls das jetzt schon mich korrigiert habt, dann habe ich es noch nicht gelesen, weil ich ja noch ein bisschen am Vorproduzieren bin. Postbodenuniform. Wir haben jetzt haben eine Postbodenuniform und den Helm dafür. Großartig. Moment, Moment. Ja, nichts mehr. So gut, mein lieber Danze. Kann weitergehen. Hörst du das? Was war das denn gewesen? War das Hundi oder war das irgendein Bär oder so? Der Feuer. Und gleich sind wir Level 17, sind wir glaube ich gleich, ne? Ganz täuschen. Das scheinen alle gewesen zu sein. Womit? Die andere, die finde ich jetzt gerade nicht. Egal, machen wir weiter. Los, Danze! Go, 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 go! Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Müssen wir mal gucken, was wir dann danach machen.
Ich wollte ja auch unbedingt mal... Gut, die sterben dann nicht mehr. Ja, krass, wie ich schon viele volle AP hab, ne? Nice. Da freu ich mich. Ne, was ich sagen wollte, vielleicht machen wir danach auch einfach mal ins Vault wieder hier. Dieses Vault, wie hieß das? 81 war das, glaube ich, gewesen. Weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen, glaube ich. Also auf jeden Fall das mit der Katze. Dann wollte ich schauen, ob ich meine Fusionskerne wieder bekomme und mal schauen, was wir dann noch so machen können. Ich glaube nämlich nicht, dass es das schon war. Dafür war der Preis einfach viel zu hoch. Rein theoretisch denke ich, dass da noch mehr geht. Arc-Jet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Alles klar. Ah, wir haben Level Up, da kommen wir erstmal skillen. Ich hatte ja gesagt, eigentlich, dass Wissenschaft jetzt erstmal auf 2 bringen will. Das bringt jetzt aber noch nicht so viel, weil wir einfach noch nicht so viele Ressourcen haben. Ich würde das dann später dann skillen, sobald ich wieder ein bisschen Vorrat habe und so und wir dann auch wirklich die Waffen upgraden können. Ich würde sehr, sehr gerne Gewehre einfach weiter skillen. Guck mal hier, 40% mehr Schaden und 15% der Rüstung ignorieren wir, vom Rüstungswert. Das ist doch nett. Jo, mega kritische Treffer, genau das würde ich danach gerne noch skillen, dann gleich. Das kann man sogar schon auf Stufe 2 bringen, so wie es aussieht. Ja, hier, doppelten Schaden mit kritischen Treffern, das macht einen extremen Unterschied, Leute. Und wir haben ja Glück schon relativ hoch, also wir kritten ja, glaube ich. Krittet man mehr mit hohem Glück? Auf jeden Fall lädt sich das, glaube ich, schneller auf oder so. Also wir kritten auf jeden Fall mehr. So. Dance. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Es ist nicht mein erstes Tänzchen. Das ist mir klar. Ich wollte dir nur einen Tipp in Sachen Taktik geben. Wäre klug, wenn du ihn beherzigst. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Dann rennen wir einfach nicht vor der Flinte rum. Dann ist alles cool, mein lieber Danse. Ey, ohne Scheiß. Während der wochenlang in dem Polizeirevier gechillt hat, haben wir schon so viel Scheiße erlebt. Da soll man bitte... Sie bitte zurückhalten, was seine Tipps angeht. Ganz ehrlich hier. Soll er nicht frech werden. Auch wenn er einen Anzug anhat. Ich könnte meinen ja auch anziehen. Rein theoretisch. Ja. Okay. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Bitte. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Die haben sogar noch Fusionszellen. Nehme ich gerne mit. Hier war noch irgendwas gewesen. Hier. Okay. So mehr scheint hier aber nicht zu sein. Bis auf Friedhof. Paladin. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Jo, das hattest du bereits. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Oh, wir sind viel zu nett zu dem. Aber wir spielen das alles nur, Leute. Weil wir wollen gleich an die Ausrüstung ran von der Bruderschaft. Ziemlich ruiniert. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Juhu, wenn ich das coole Zeug bis dahin nicht schon mitgenommen habe. Hoffentlich. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Schau mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Jo, hier haben wir ein Terminal. Schauen wir, ob ich hier noch irgendwas finde. Okay, ist auch nichts mehr, alles klar, dann machen wir die Tür mal auf. Geht's wieder ans lustige Hecken. Hier ist noch eine Mecker, nehmen wir auch mit. Klobus nehmen wir auch mit. So. Doch hier haben wir auch Playing. Okay, wir nehmen das mit ING mal, wir nehmen mal Playing. 3 Treffer, also ist es ein Wort mit ING am Ende, sehr wahrscheinlich. Routing kann es noch sein. Wie schön. Ist es auch, okay, nice. So, Sicherheitstüren.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, jetzt mach doch mal VRTS an. Der ist down. Schieß auf den Kopf. Passt schon. Nein. Okay, abbrechen. Okay, jetzt nochmal. So, nice. Noch mehr? Okay, dann lass das mal looten, weil dann kriegen wir die Fusionszellen, die brauchen wir. Ja, du stehst im Weg, Alter. Dann sind alles okay? Der Danse hält ja einiges aus. Er hat seinen Anzug an. Ja, das ist stumpf. Das kann man auch so machen. Nice. So gut, aber ich wollte trotzdem gerne erstmal looten hier. Brauchen die Fusionszellen. Schockschlagstoff brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier sind neue Fusionszellen. Halt. Das ist er. Okay, also irgendwo sind noch welche. Oh, Danse, kannst du mal warten, Alter? Wir sollten wir jetzt hier nicht stressen. Sehe ich gar nicht ein. Ja. Jo. Was wärst du bloß ohne mich, mein lieber Danse? Aber ich muss sagen, die Waffe gefällt mir erstmal sehr gut so. Gerade auch mit dem Visier, dass da jetzt kein Sniper-Visier dran ist, das ist sehr, sehr angenehm. Muss ich wirklich sagen. Geht nicht. Okay, nice. Cool. Mittlerweile über 100 H-Klammern. So, hier geht's nach oben. Hier geht's auch hoch. Warte mal, hier mal was. Die Verdammungsdünns haben mich hier überall festgesetzt. Er ist jetzt hier lang gegangen. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Hier oben irgendwo, was ist das? Klebebandrolle. Mikroskop, sehr, sehr nice. Mikroskop sind, glaube ich, wieder Kristalle drin. Die brauchen wir gerade für die Fusionswaffen, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, den können wir auch noch looten. Ist hier noch irgendwo was? Rüstungswerkbank. Gebündeltes Institutgewehr. Ne, das brauchen wir nicht. So. Okay, gucken wir mal, auf der Seite komme ich, habe ich auch schon gewesen. Tesla-Bogen entschärfen. Fusionszelle hinzugefügt, Kupfer hinzugefügt. Stahl hinzugefügt, okay, interessant. Nee, es lohnt sich schon, es lohnt sich schon, immer noch mal. Okay, da wäre ich beinahe reingerannt. Oh, und hier ist noch ein Safe. Experte. Nice, da könnte was Besseres drin sein. Bam. Aber mittlerweile nicht so schlimm, Leute. Wir haben über 100 H-Klammern, also super mellow. Okay, hätten wir. Was wär's? Pyromine. Ganz viel Silber, Spieler, kann alles den Pack superkleber, nehme ich alles mit. Aber wir brauchen unbedingt Schrauben, Leute. Wir brauchen ganz dringend Schrauben. Wachsam, da vorne sind Geschütztürme. Oh nice, guck mal. Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Teslas Forschung gefunden. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Das ist nice. Alter. Ich komme. Mann, was wäre da bloß ohne mich? Mein lieber Danse. Ganz ehrlich, ist er am Vorrennen. Ich komme ja zu gar nichts hier. Hier ist nichts. Kann ich auch nichts looten. Alles klar. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Alles klar. Triebwerkskern. Bestimmt gleich wieder Gegner, oder? Alter. Krasses Teil auf jeden Fall. Krasses Teil.
hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Jo. Okay, okay, okay. Und die lassen wir bitte durch hier. So ein krasses Teil. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Hey, Prinze. Wie er einfach mal runtergesprungen ist, Angeber. What? Was ist das denn? Chunk Chat? Ausgezeichnet. Okay. Was ist eine Waffe? Was ist das für ein krasses Teil? 40 Schaden. Okay, nice. Moment, ich probiere es gleich mal aus. Ein Holoband haben wir auch gefunden. Drücke Würfel, um Gegenstände in den Chunk Chat zu laden. Ach, da können wir wohl Müll und so, hä? Wahrscheinlich mit abfeuern, würde ich jetzt mal schätzen. Was ist denn, was hier ist ein Knopf? Der Strom ist ja aus. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer. So, dann gucken wir mal eben im Inventar. Waffen. Ja, mal sehen. Ich will sie nochmal ausprobieren. Okay. Blechdose. Globus. Jetzt kann ich das abfeuern oder was? Ja, probieren es mal aus. Lustig, okay, alles klar. Okay, ich mach trotzdem erstmal wie auf meine alte Waffe. So. Was es nicht alles gibt, Leute. Witziger Einfall auf jeden Fall. So, Werkzeugkasten nehmen wir mit. Nein. Okay, ich würde mal so hier schätzen. Hm? Ja. Wie schön. So, Schraubenschlüssel. Hier ist Terminal. Oh, ein Fusionskern. Läuft ja. Schön. So gut, Leute. Ich denke mal, dass wir hier den Strom wieder aktivieren können. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich schaue gerade, ob ich hier wieder irgendwo was entfernen kann. Aber es ist ja trotzdem schwer, hier mal alles gleich zu entdecken, finde ich. Hier ist eine Klammer. Und hier. So, jetzt hat er nur die Versuche zurückgesetzt. Wovon ist denn das abhängig, ob der die Versuche zurücksetzt oder falsche Wörter wegmacht? Das würde mich mal interessieren, irgendwie. Das sehe ich aber gerade nichts. Ich glaube, ich ging das jetzt auch einfach so gelöst. Moment. Wo haben wir denn hier viele Gemeinsamkeiten? Das Gute ist, das sind alles sehr, sehr kurze Wörter. Moment. Na also. Erster Versuch hat hingehauen, okay. So, Maschinenkern, Gebäudeverwaltungsraum. Achtung, der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben, um Energie zu sparen. Wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Oh, das wissen wir. Dann machen wir das Ding mal an. So, begib dich zum Kontrollraum, alles klar. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Aktiviert die Rakete des Antriebs. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Gewalt. Ich überlege jetzt noch gerade. Starte 5 Sekunden Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Aber warte mal, da sollte ich doch lieber in Sicherheit gehen, oder? Warte mal. Ich lege gerade auf die Tür zu, Mario. Danse, das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, mein Kollege. Das Triebwerk scheint zu funktionieren. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Okay. Also okay bei dir? Ich meine, da hat er seinen Anzug an, oh oder? Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Yeah. Das Wichtigste. Erzähl ruhig weiter. Ich wollte nur die Fusionszellen aufheben. Entschuldigung, Paladin Dance. Keine Zeit für Fragen, wir müssen weiter. Jo, alles klar. Okay, das haben wir ja irgendwie clever gelöst. So, ich glaube, das war alles gewesen. So, wir sollen. Fahrstuhl. Okay. Ich glaube, hier irgendwo was ist. Das sieht ja nicht so aus. So, aktivieren. Ist auch noch ein?
Danze kann auch laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Fahrstühle, die sind nicht immer sonderlich vertrauenswürdig hier. Guck mal, diese Zeiger und so. Würdet ihr in so einem Fahrstuhl einsteigen, ey? Ich weiß, ob ich das schon mal gefragt habe, aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Da hinten sind wir echt, oder? Hallo? Wir haben Gesellschaft. Ja, würdest du nicht so rumbrüllen, dann könnte ich mich auch mal anschleichen und so. Eines anderen sind bestätigt. Nee. Das Opfer von Gericht. Achtung. Au, Alter, spinnst du? Halt, erstmal den hier bitte. Ich würde gerne auf den Kopf zielen. Ist auch down. Das ist eine super Hilfe gewesen. Hochleistungssender. Das ist das, was wir brauchten jetzt, oder? Auch hinter dem Sender her. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Das ist echt eine große Hilfe gewesen, Danze. Aber ist mir so lieber, als wenn er mir die ganze Zeit vor der Flinte rumrennt. Das würde mich dann nur nerven. War ja nicht noch irgendwo ein Reiner gewesen, dachte ich. Das sieht nicht so aus. So gut, so gut, so gut. Dann lass jetzt rausmachen hier. Also wie gesagt, alles mit dem ist sowieso immer unmöglich. So, geht's. Nach oben. Dim, dim, dim. Hey, kommst du denn her, mein Kollege? Hier unten. So, dann sehe ich, komme. Hallo, Dean Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ja. Ich brauche keine Missionsanalyse. Konstruktive Kritik anzunehmen ist der beste Weg, sich zu verbessern, sowohl geistig als auch körperlich. Wie dem auch sei. Das schmälert nicht deinen Beitrag zu dieser Operation. Ohne deine Hilfe wäre ihr Abschluss vermutlich in Gefahr gewesen. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Rechtmäßige Herrschaft, kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller auf. Nett. Schaden 44. Das ist ja ein Gewehr. Das ist nice, Leute. Nehm ich. Also wie gesagt, ich überlege halt, ob ich zu ihm halt ein bisschen netter bin. Wir tun halt einfach so, als hätten wir Interesse so an unserem Net und so weiter, damit wir dann die coole Ausrüstung alles bekommen. Wisst ihr? Also nicht genug würde ich jetzt nicht sagen. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Ja, wir können bestimmt auch beides machen, oder? Würde ich immer schätzen. Also ja, ich würde dem beitreten, weil ich bin halt echt gierig, oder sie ist gierig nach der Ausrüstung von denen. Ne? Deswegen machen wir das. Deswegen sind wir auch zu nett die ganze Zeit. Es wäre mir eine Ehre, ihr beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier. Dann besprechen wir die Einzelheiten. So. Nice. Das haben wir bald schon wieder die nächste Stufe hier.